Moin und Namaste. Ich bin Kerstin von Vatten Yoga. Schön, dass du wieder bei mir auf der Matte gelandet bist. Heute nochmal Frühjahrs-Yoga für dich. Denn wir befinden uns gerade in der Zeit, da passiert in der Natur so viel. Alles erwacht wieder zum Leben, Neues erwächst. Und genauso geht es unserem Körper. Denn wir sind auch ein Teil der Natur. Wir wollen Altes loslassen, auf zu neuen Ufern. Wir wollen das Licht genießen. Unser Körper verändert sich so viel in der Übergangszeit vom Winter zum Frühjahr. Und deswegen wollen wir ihn ein bisschen unterstützen. Neue Energie, alte Energie loslassen und dann auf in die neue Jahreszeit. Und natürlich hopp ob de Matt und los geitert. Wir beginnen heute in Dandasana, in der Stockhaltung. Streck deine Beine aus, zieh deine Zehenspitzen zum Körper hin, sitze ganz aufrecht, Bauchnabel zieht nach innen, die Hände rechts und links weit aufgefächert, neben deinem Po aufgestellt und dann roll die Schultern zurück. Sitze ganz aufrecht, sehr aktiv. Und hier können wir jetzt nochmal unsere Augen schließen. Vielleicht möchtest du dir heute eine Intention setzen. Ich bin gesund oder ich fühle mich stark. Ich bin offen für Neues. Egal was es ist, such dir etwas aus, was dich im Moment beschäftigt. Und wiederhole diesen kleinen Glaubenssatz innerhalb dieser Yoga-Einheit für dich. Und dann beginne hier ruhige, tiefe Atemzüge zu nehmen durch die Nase ein und durch die Nase, wenn möglich, wieder aus. Spüre die Fersen auf der Matte, spüre die Hände und das Gesäß auf deiner Matte und mach dir bewusst, dass du jetzt zu deiner Yoga-Zeit angekommen bist. Komm auch mit deinen Gedanken heraus aus dem Alltag und hier auf deine Yogamatte. Und dann öffne langsam deine Augen und entspanne deine Arme. Zieh die Fersen ein kleines Stück zu dir, sodass die Knie ein bisschen gebeugt sind. Und dann atme ein, zieh dich in die Länge, die Fingerspitzen ziehen nach oben und die Sitzbeinhöcker pressen in die Matte. Dein Blick kann deinen Händen folgen. Ausatmen, Bauchnabel nach innen und beug dich mit geradem Rücken langsam nach vorn. Und dann landen die Arme dort, wo sie ganz natürlich die Erde berühren oder deine Beine. Schau, was sich besser für dich anfühlt. Und vielleicht magst du dann noch etwas tiefer gehen, atme nochmal ein, komm nochmal in die Länge. Und beim Ausatmen legst du deine Beine langsam ab, streckst sie vielleicht noch ein bisschen mehr und gehst noch ein bisschen tiefer in die Vorbeuge hinein. Entspanne deinen Nacken und deine Schultern. Dein Bauch wird massiert, dein Rücken gedehnt. Tiefe Atemzüge hier wieder. Atme in deinen Rücken hinein. Drei Atemzüge noch. Und beim nächsten Einatmen kommst du langsam wieder nach oben.
Nimmst dein rechtes Bein mit, stellst es den Fuß auf, umfasst mit deinem linken Arm dein rechtes Knie von außen und deine rechte Hand kommt hinter deinem Po. Schultern drehen zurück, wir kommen in den Drehsitz. Atme ein, zieh dich in die Länge, ausatmen. Dein Blick geht nach hinten, über deine Schulter, wenn möglich. Schau, was dein Nacken dazu sagt, ansonsten kommst du einfach wieder ein Stück heraus. Es geht um die Drehung im Oberkörper. Ein Atemzug hier noch. Und beim Ausatmen geht dein Blick wieder nach vorn und du löst langsam auf. Wir wechseln die Seiten. Stell deinen linken Fuß auf. Dein rechter Arm umfasst dein linkes Knie von außen. Deine linke Hand hinter dir aufgestellt. Einatmen, zieh dich in die Länge. Ausatmen, dreh dich zur linken Seite auf. Schultern tief, deine Wirbelsäule ist lang. Einen tiefen Atemzug hier noch. Und beim nächsten Einatmen blickst du wieder nach vorn und löst auf. Setz dich nochmal aufrecht. Und dann gehen wir noch etwas tiefer. Stell deinen rechten Fuß auf und dein linker Fuß wird gebeugt und hier durch das Nadelöhr gezogen. Beide Hände umfassen deinen Unterschenkel, du richtest dich auf und dann umfasst wieder dein linker Arm, dein rechtes Knie und du drehst dich zur rechten Seite. Deine rechte Hand kommt hinter deinen Po, presst in den Boden, deine Wirbelsäule zieht sich in die Länge und dann drehst du dich beim Ausatmen nach hinten auf. Nochmal ein bisschen intensiver. Lass deinen Atem fließen, spüre, wie dein Bauch massiert wird, deine Verdauung angeregt wird. Einatmen, Blick wieder nach vorn, löse vorsichtig auf und dann wechseln wir die Seite. Stell deinen linken Fuß auf. Dein rechter Fuß fädelt hindurch. Dein Knie zeigt nach vorn. Du umfasst mit deinen Händen wieder deinen Unterschenkel und ziehst dich erstmal in die Länge. Und dann umfasst mit deiner rechten Hand von außen dein linkes Knie. Linke Hand stellt hinter dir auf. Einatmen. Zieh dich lang. Ausatmen. Komm in die Drehung. Tiefe Atemzüge hier. Indem wir hier unseren Bauch massieren, kurbeln wir nicht nur unsere Verdauung an, sondern im Darm befinden sich auch ganz viele Immunzellen, die dafür sorgen, dass du nicht jeden Schnupfen, jede Erkältung mitnimmst. Und gerade jetzt in der Übergangszeit ist das Erkältungsrisiko oder das Infektionsrisiko noch mal größer und wir wollen hier unseren Körper einfach ein bisschen unterstützen. Atme ein, dein Blick geht nach vorn und löse auf. Lass beide Beine aufgestellt. Bring erstmal die Hände unter die Kniekehlen und löse deine Unterschenkel vom Boden. Du kannst die Knie gebeugt lassen, du kannst sie aber auch parallel bringen. Und dann halte hier fest oder an der Seite deiner Beine. Beim nächsten Einatmen richtest du dich auf, streckst die Arme aus. Ausatmen, zieh die Knie zu dir. Einatmen, Füße wieder nach vorn, Arme ausstrecken, kurz halten. Und ausatmen, zieh die Knie wieder zu dir. Noch einmal so, Beine parallel,
Arme strecken aus, mach dich groß und dann zieh die Knie wieder zu dir heran. Wunderbar. Stell die Füße zusammen auf, lass die Knie nach außen fallen. Wir probieren mal etwas. Du umfasst mit deinen Peace-Fingern, also Zeigefinger und Mittelfinger, deine großen Zehen. Hakst sie so richtig ein. Zehen krallen sich an deinen Fingern fest. Und dann kommst du auf dein Steißbein und löst einmal beide Füße voneinander. Und dann schau mal hier, ob du Balance findest. Und wenn du sagst, ach, alles ganz leicht, das fühlt sich sicher an, kannst du mal ein Bein ausstrecken und wieder zurück. Und das andere und wieder zurück. Und vielleicht dann einmal beide Beine. Und hier die Balance halten. Bauchnabel zieht nach innen. Du bist ganz stark und stabil. Halte hier. Atme nochmal ein und ausatmen. Komm ganz langsam und achtsam wieder zurück. Stell deine Füße mal ein bisschen auf. Schüttel die Beine. Wunderbar. Und dann leg die Beine wieder ab. Atme ein. Arme nach oben. Zehenspitzen ziehen zum Körper hin. Die Beine sind ganz gerade. Sitzbeinhöcker schieben in den Boden. Beim nächsten Ausatmen Bauchnabel nach innen. Und du kommst in eine tiefe Vorbeuge. Versuch mal deine Füße oder deine Unterschenkel oder Knöchel zu fassen. Und dann hältst du dich dort fest und ziehst dich noch ein kleines bisschen tiefer. Deine Schultern sind weich, dein Rücken wird rund und zum Schluss lässt du deinen Kopf hängen. Trotz erschwerter Verhältnisse versuch hier wieder ganz tief zu atmen. Beim nächsten Einatmen kommst du langsam wieder nach oben, streckst dich noch einmal in die Länge, ausatmen tief. Wir holen wieder unser rechtes Bein heran und legen unseren Fuß über das Knie ab. Oder du kannst gern den Fuß Richtung Hüfte ziehen. Schau mal, was sich gut anfühlt für dich. Ich bleibe, glaube ich, hier unten. Und dann atme einmal ein, sitze gerade und beim nächsten Ausatmen schiebst du deine Hände über dein Bein, was am Boden liegt und kommst in eine Vorbeuge. Ganz intensiv hier für deine Hüfte, deine rechte. Es darf etwas ziehen. Es darf etwas unangenehm sein, aber du solltest keine Schmerzen haben. Noch zwei Atemzüge hier. Und einatmen, richte dich langsam wieder auf. Das tut gut, jetzt das Bein auszustrecken. Andere Seite. Hol deinen Fuß, leg ihn entweder oberhalb deines Knies oder zur Hüfte hin ab. Sitze einmal aufrecht und dann bringst du deine Hände wieder zum rechten Unterschenkel und kleidest langsam nach vorn. Zwei Atemzüge noch. Und einatmen, komm langsam wieder nach oben und wir kommen in die Bauchlage.
Ich drehe mich einmal zu euch. Und zwar kommen wir in die Sphinx. Das heißt, deine Ellenbogen befinden sich unter deinen Schultern. Hände weit aufgefächert. Das war meine Matte richten hier. So. Füße nach hinten ausgestreckt, ungefähr hüftbreit. Und dann presst du mit deinen Händen in den Boden, presst dein Becken in die Matte. Das entlastet ein bisschen deinen unteren Rücken. Bauchnabel zieht nach innen. Dein Blick geht zum Mattenanfang. Schultern ziehen weg vom Ohr. Und dann atme mal ein, komm in ein kleines Hohlkreuz, öffne dich und aus. Atme, zieh den Bauchnabel nach innen und werde ein bisschen rund. Noch zweimal so, einatmen, öffne, ausatmen, werde rund. Einatmen, öffnen, ausatmen, werde rund. Und dann lege dich hier auf der Matte ab. Wir wollen jetzt in den Bogen kommen. Wenn das nichts für euch ist, könnt ihr immer nur ein Bein nehmen, das umfassen und hier aus der Sphinx raus euren Fuß nach hinten schieben. Können wir vielleicht alle gemeinsam als Vorübung machen. Einmal die Schultern öffnen, den Brustkorb öffnen, dein Fuß ist flex und du ziehst ihn nach hinten und öffnest so deine Schulter und deine Brust noch ein bisschen mehr. Und dann wechseln wir einmal. Rechte Hand zur Matte. Linkes Bein beugt. Du umfasst deinen Fuß, er zieht flex. Und dann schiebst du deinen Unterschenkel nach hinten. Öffnest dich. Und dann kannst du die Seite wieder wechseln oder du kommst mit mir in den ganzen Bogen. Stirn erstmal Richtung Matte und dann kannst du deine Füße umfassen. Vielleicht musst du auch noch mal ein bisschen hochkommen. Schau, dass die Beine hüftbreit sind. Dann zieh die Füße flex, dann merkst du, du kommst schon ein Stück weit nach oben. Und dann ziehst du die Unterschenkel nach hinten. Und beim Ein- und Ausatmen entsteht eine kleine wippende Bewegung. Noch drei Atemzüge hier. Und dann lass los. Stapel einmal deine Hände übereinander, leg deine Stirn ab, leg deine Füße ab, sinke tief in die Matte hinein. Und wenn du soweit bist, roll dich auf den Rücken. Wir kommen in eine Drehung, in eine Dehnung. Arme rechts und links vom Körper weg, Handflächen nach unten. Und dann wandert dein rechtes Bein zur rechten Seite. Und dein linkes stapelt sich darauf oder du kannst die Füße so ein bisschen, wie sagt man dazu, verknoten. Und dann halte hier, die Schultern sollten am Boden bleiben.
Kommt zur Mitte zurück. Und dann kommt dein linkes Bein zur Seite. Dein rechtes darauf, Füße verknoten, Schultern bleiben liegen. Genieße die Dehnung im Rücken, im Bauch, in der Hüfte, im Oberschenkel. Wunderbar. Komm wieder zurück. Stell die Füße auf und lass sie zur rechten Seite hinfallen. Wenn du magst, kannst du dein oberes Bein ausstrecken. Mach das Ganze ein bisschen intensiver. Beug dein oberes Bein wieder, komm zur Mitte zurück und lass die Knie zur linken Seite fallen. Und auch hier kannst du dein oberes Bein ausstrecken, wenn du magst. Wunderbar, komm zur Mitte zurück, streck deine Beine aus, lass sie zusammen und bring deine Arme über den Kopf und zieh dich einmal richtig in die Länge. Ausatmen, bring die Arme wieder neben den Körper zurück. Wir kommen noch in den Fisch. Dazu bringst du deine Hände an dein Kreuzbein. Die Ellenbogen zeigen rechts und links nach außen. Dann presst du, also die Handflächen zeigen übrigens zur Matte oder liegen auf der Matte auf. Und dann presst du in deine Ellenbogen hinein, sodass dein Oberkörper dich hebt und ziehst sie weiter zu dir heran. Mein Mikrofon. So. Dann streckst du die Füße aus und legst deinen Kopf langsam hinter dir auf dem Boden ab, aber so, dass kein Druck entsteht. Hier öffnen wir ein bisschen unser Halschakra auch. Dehnen Hüften und Brustkorb nochmal auf. Presse in die Ellenbogen, sack hier nicht zusammen, sondern press aktiv in die Matte mit deinen Unterarmen, mit den Ellenbogen, mit den Händen. Schließ gern die Augen. Beim nächsten Einatmen hebst du ganz langsam deinen Kopf an, bis er nach vorn guckt wieder. Legst dich auf den Boden ab, stellst die Beine auf, hebst den Po an, löst Hände und Arme. Spürst einmal nach. Und dann komm über die Seite in eine kniende Position. Du kannst entweder die Zehen aufstellen oder flach am Boden lassen, ganz wie du magst. Und wenn die Zehen auf der Matte aufstehen, dann schau bitte, dass auch dein kleiner Zeh den Boden mit berührt, sodass dein Körpergewicht gleichmäßig verteilt wird. Schultern ziehen einmal weg, du öffnest deine Brust nach vorn.
Und ausatmen, schieb die Hände zu den Knien, werde ganz rund, zieh dein Kinn zur Brust. Noch zweimal so. Einatmen, öffne deine Brust, dein Blick geht nach oben. Ausatmen, werde rund, Hände zu den Knien. Noch einmal so. Und ausatmen, nochmal rund. Wunderbar. Dann stülp deine Füße wieder um. Wenn du magst, kannst du sie ein bisschen ausklopfen. Das tut ganz gut. Und dann kreuz die Unterschenkel, schieb dich nach hinten und komm in einen Schneidersitz. Wir haben jetzt in den letzten Wochen öfter mal die Quadratatmung gemacht und die will ich ein bisschen mit euch noch vertiefen, das ein bisschen üben, noch die Atemzüge etwas länger werden lassen. Wir fangen wieder ganz normal mit viermal einatmen, viermal halten, viermal ausatmen oder auf vier ausatmen und auf vier halten an und das Ganze zweimal und dann steigern wir uns langsam. Sitze erstmal aufrecht. Du kannst natürlich immer auch in den Fersensitz kommen, wenn du möchtest. Du kannst dir eine Decke unter den Po legen oder einen Yoga-Block. Richte dich erstmal ein, so dass du wirklich aufrecht sitzen kannst. Deine Arme sind ganz entspannt, liegen auf den Beinen ab. Und dann schließ gern die Augen, damit du dich besser fokussieren kannst. Lass uns einmal einatmen und ausatmen, einfach nur so. Und dann atme ein auf 1, 2, 3, 4. Halte 3, 2, 1. Ausatmen 3, 2, 1. Halten 3, 2, 1. Einatmen 1, 2, 3. Halten 3, 2, 1. Ausatmen 3, 2, 1. Halten 3, 2, 1. Einmal einatmen und ausatmen. Und in den nächsten zwei Runden atmen wir ein, halten und atmen aus auf 6. Versucht es einfach mal, sonst kommt ihr wieder zu 4 zurück. Kein Problem. Einmal einatmen und ausatmen, einfach so. Und dann atme ein auf 2, 3, 4, 5, 6. Halten. 5, 4, 3, 2, 1. Ausatmen. 5, 4, 3, 2, 1. Halten. 5, 4, 3, 2, 1. Einatmen. 2, 3, 4, 5, 6. Halten. 5, 4, 3, 2, 1. Ausatmen. 5, 4, 3, 2, 1. Halten. 5, 4, 3, 2, 1. Einmal tief einatmen und wieder ausatmen. Und im letzten Durchgang wollen wir uns auf 8-mal einatmen, halten und ausatmen steigern. Wenn es zu viel ist, geh einen Schritt zurück oder zwei Schritte. Vielleicht möchtest du es einfach mal probieren. Damit kannst du wunderbar die Steuerung deines Atmens üben, länger atmen, kürzer atmen, länger atmen, wenn man sich beruhigen möchte, kürzer atmen, wenn man sich mit Energie auffüllen möchte. Und so lernst du dieses Variieren, indem wir Atemübungen machen. Sitz nochmal aufrecht. Atme einmal ein und aus, einfach nur so. Und dann lass uns starten. Atme ein, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, halte, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ausatmen, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, halten, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, einatmen, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, halten, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ausatmen, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, halten, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Einmal tief einatmen und ausatmen. Nochmal tief einatmen und ausatmen. Nochmal ganz viel frischer Sauerstoff für deinen Körper einatmen und ausatmen. Wunderbar. Bring die Hände zusammen vor dein Herz. Stell mit den Daumen nochmal die Verbindung zu dir selbst her. Schließ einmal kurz die Augen und schau mal, wie es dir geht. Nimm einfach nur wahr, bewerte nicht. Vergleiche, wie es dir zu Beginn der Einheit ging und wie du dich jetzt fühlst. Atme wieder ganz natürlich. Und dann öffne die Augen und lass uns voneinander verabschieden. Ich wünsche dir Gesundheit, ich wünsche dir Fülle und ich wünsche dir Glück von meinem Herzen zu deinem Namaste. Schön, dass du wieder mit auf der Matte warst. Noch eine kleine Anmerkung für dich: vom 8. bis zum 14. April gibt es eine Hatha-Yoga-Woche. Das heißt, es gibt von Montag bis Samstag ein neues Video für dich. Hatha-Yoga, verschiedene Bereiche. Einmal Balance, Entspannung, Arme, Beine, alles mit dabei. Und am Sonntag zum Abschluss treffen wir uns noch einmal zu einem Livestream auf der Matte. Ich freue mich, wenn du mit dabei bist. Vielleicht kannst du es einrichten oder einfach das Video später nachholen. Bis dahin, lass es dir gut gehen. Tschüss!